Der erste Schirm, der nach dem Login erscheint, ist das Dashboard. Es ist aufgeteilt in drei Bereiche. Wir haben hier oben die Kopfzeile mit einer Funktion, mit der Sie mit uns kommunizieren können, mit einem Suchfenster, wo Sie Einschränkungen machen können oder Suche nach einzelnen Maschinen. Der linke Bereich ist eine sogenannte Themenleiste. Hier haben Sie verschiedene Funktionen, die Sie anwählen können. Und der mittlere Bereich besteht aus 5 Fenstern, in denen verschiedene Informationen zu Ihrer Flotte dargestellt werden. Ich zeige Ihnen nun, was sich hinter diesen 5 Datenfenstern für Daten verbergen. Damit wir das etwas übersichtlicher gestalten können, zeige ich Ihnen zuerst eine Suchfunktion. Also wir können hier zum Beispiel nach einem Modell oder Typ suchen, TH. Schränken wir mal ein, dass wir nur noch die Modelle Caterpillar TH irgendetwas hinten dran sehen können. Das erste Feld oder das erste Fenster zeigt nicht bearbeitete Fehler. Sie sehen hier im Moment sind keine nicht bearbeiteten Fehler, also können Sie hier in der oberen Kopfzeile alle einblenden. Im zweiten Fenster sehen Sie die fälligen Wartungsarbeiten. Auch hier haben Sie in der Kopfzeile, können Sie nach verschiedenen Kriterien die Anzeige einschränken. Im dritten Fenster sind die Flüssigkeitsdiagnosen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine kritische. Sie können aber auch hier sich alle anzeigen lassen. Dann die fälligen Serviceverträge. Mit den entsprechenden Fälligkeitsanzeigen. Und die fälligen Service Letters für die einzelnen Maschinen. Als nächstes schauen wir uns die Themenleiste an. Die ersten Funktionen Fehler, Wartungsarbeiten, Flüssigkeitsdiagnose und Serviceverträge sind dieselben Ansichten wie hier diese Fenster, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit alle Anzeigen. Kommt man auf den gleichen Schirm, wie wenn Sie hier in die Fehleranzeige hineingehen. Das gilt für Wartungsarbeiten bis und mit Service Letters. Die Maschinenliste hier ist eine zentrale Funktion im Equipment Management Portal. Von hier aus können Sie sämtliche Informationen für Ihre Maschinen im Detail abrufen. Meine Dokumente ist eine Seite für Sie. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Dokumente für eine Maschine oder für Ihren Vertrag hier hochzuladen. Die Positionskarte zeigt die Standorte der verschiedenen Maschinen an. Die unteren beiden Funktionen sehen Sie Informationen zu Ihrer Firma. Kundendaten, Offerten, Konversationen, Tickets, Alarme, dann die Auslösungseinstellungen für die Alarme, das Abonnement, also was Sie für ein Portalabonnement haben, Ihre Preiskonditionen. Können Sie alles hier abfragen.